Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Wir haben das letzte Mal aufgehört hier im Pilzkönigreich, nachdem wir Prinzessin Peach von Bowser mal wieder gerettet haben und haben uns auch schon ein bisschen hier im Pilzkönigreich umgeschaut. Wie ihr seht, wir sind Pixel Mario aus den 64er Zeiten und haben auch sehr viele Sterne, Monde, wie auch immer man es sehen möchte, von Toadette bekommen. Haben allerdings noch einiges vor uns, wenn wir mal gucken. Sammle weitere Monde ist jetzt unsere nächste Aufgabe. Und allein hier im Pilzkönigreich gibt es 104 Stück. Und davon sind so um die 50 Stück solche, ja, Herausforderungen, Trophäen, Achievements, wie auch immer. Ich würde sagen, die lassen wir wirklich mal außen vor und gucken später im Pilzkönigreich wieder vorbei. Wir begeben uns jetzt wieder zurück zur Odyssee. Mal gucken. Und begeben uns auf die Jagd nach den 100%. Die 100% sehen so aus, dass wir unsere Reise von vorne beginnen. Mehr oder weniger. Zuerst Mond in die Odyssee. Zumindest die, wo wir gesammelt haben. Und haben jetzt summa summarum 288 Stück schon zusammen. Neue Produkte sind in den Shops erhältlich. Okay. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Was haben wir jetzt schon wieder alles bekommen? Okay. Jetzt können wir zur finsteren Seite fliegen. Damit sind wir jetzt dann wohl auch offiziell echte Abenteurer. Okay, die finstere Seite. Wollen wir da gleich hin? Ich glaube nicht. Wir wollen nämlich... Hier ist das Pilzkönigreich. Wir wollen dorthin, wo alles begonnen hat. In das Hutland. Da waren wir nämlich seitdem unser Abenteuer begonnen hat. Kein einziges Mal. Bedeutet, dort fehlt tatsächlich noch alles. Ein noch vollkommen unerforschtes Land. Sind wir mal gespannt. Mit unserem Pilzkönigreich-Sticker vorne drauf. Und Pixel Mario. Geht es ab nach Hause für Cappy. Und es sieht wesentlich schöner aus, als wir das erste Mal da waren. Damals hat Bowser hier ziemlich Ärger bereitet und alles kaputt gemacht. Sieh dir das mal an. Fühlst du das auch? Als wäre eine Quelle konzentrierter Energie hier irgendwo. Das müssen wir uns ansehen. Okay. So. Dann schauen wir mal. Es ist auch ziemlich viel Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Ihr habt gemerkt, ja, irgendwas stimmt nicht. Die neuesten Videos, die sind irgendwie doch relativ zeitnah vom Release gekommen. Ja, die Dateien waren alle da, nur der PC war nicht mehr da. Wer es nicht mitbekommen hat, ich bin ja umgezogen. Und jetzt ist inzwischen wieder alles aufgebaut. Der Umzug ist mehr oder weniger überlebt, bestanden, wie auch immer. Und deswegen kamen auch keine Videos. Ich hatte keinen Zugriff auf meinen PC, weil der nämlich dann tatsächlich abgebaut wurde. Und dann war halt alles weg, ne? So, das Hutland. Hier waren wir ja schon Ewigkeiten nicht mehr. Wollen wir als Pixel Mario rumlaufen? Ja, ich denke schon. Wir laufen erstmal als Pixel Mario rum. Willkommen zurück. Wir haben deine Heldentaten genauestens verfolgt. Und wir gucken mal kurz in die Broschüre. Zylindrien, Hutland. Es gibt insgesamt, gar nicht so viele, 17 Monde und 50 lila Münzen in Form eines Hutes. Beziehungsweise, wir müssen erstmal gucken, was es mit diesem Block da auf sich hat. Die haben sich nämlich jetzt, nachdem wir das Mondland erforscht hatten, alle aktiviert, und zwar in jedem einzelnen Land. Ich wollte schon immer mal sehen, wie die Dinge woanders sind. Lass uns in ein anderes Land reisen. Ja, klar, warum nicht? Mach das doch. Die Frage ist, habe ich gerade den Busch kaputt gemacht? Ich kann Büsche töten. Warum kann ich Büsche töten? So, hier sind Frösche. Und da oben ist ein Stern. Mond. Dann gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Also diese Monddinger, ich habe mich leider schon in der Hinsicht spoilern lassen. Schade. Die aktivieren neue Monde. Also neue Herausforderungen. Ich habe ja immer gedacht, dass es einfach nur irgendwie ein Stern oder sowas ist, wo... Stern. Ich sage immer wieder Stern. Ein Mond, der irgendwie dann da irgendwie rauskommt.
aber es handelt sich tatsächlich um mehrere Monde. Froschhüpfen über dem Nebel. Es ist der 21.12. Wow. Und naja, mal gucken, was uns da alles noch erwartet. Ich weiß auch nicht, wie viele Monde dann da tatsächlich rauskommen. Ich weiß nur, dass es neue Monde aktiviert. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, wie wir da hinkommen. Müssen wir da oben? Wie kommen? Warte mal. Trick 17. Vielleicht funktioniert dieser Trick nämlich nochmal. Der Papagei ist auch da. Mein Bowser-Amiibo ist auch am Start. Bedeutet, wir können nach den lila Münzen suchen, die wir nicht sofort finden sollten. So, 9 von 50. Wo war denn jetzt eigentlich der Mond? Der war doch hier, oder? Ja. Frotsch hüpfen auf dem Oberdeck. Sehr gut. Okay. Hier gibt es natürlich auch einen Crazy Cap-Laden. Das war ganz schön hart, so als Schifffahrtszentrum ohne Schiffe. Oh, das denke ich mir. Hauptplatz. Wir haben fast alle Schiffe repariert. Das ist cool. Jetzt, wo wir unser eigenes haben und das ziemlich beträchtlich aussieht mit seinem goldenen Ballon, haben sie es dann auch mal geschafft, ihre wieder zu reaktivieren. So, wir müssen uns genau umgucken. Hier könnten überall lila Münzen inzwischen versteckt sein. Guck mal da. Wie komme ich da hin? Wie komme ich an den Nebel? Mit den Schiffen? Hm. Mal gucken. Huch, ich wollte nicht hoch. Ich wollte hier rein. 12 von 50, das sieht ja schon mal gut aus. Also unser Ziel ist es, wenn wir ein Land betreten, es so gut wie möglich zu 100% abzuschießen. Das Peach! Oh Mario, ich freue mich zu sehen, dass du vom Reisen noch nicht die Nase voll hast. Tiara und ich haben uns entschlossen, auf Feldreise zu gehen. Es wird bestimmt großartig, all die Länder nochmal in Ruhe zu bereisen, die wir zuvor in aller Eile abgeklappert hatten. Tiara hat mir erzählt, wie toll sie es findet, dass die Schiffe in ihrer Heimat wie Hüte aussehen. Das Panorama ist atemberaubend. Die Bewohner sind ja so freundlich. Sie haben mir einen Mond geschenkt, aber du kannst ihn gerne haben. Okay, das fände ich nett. Peach im Hutland. Stimmt, Peach ist ja schon wieder weg gewesen. Ist es wahr, dass Dinosaurier sich gerne in der Sonne ahlen? Wenn ich demnächst einen sehe, dann frage ich einfach mal. Stimmt, Peach ist ja plötzlich mir nichts, hier nichts wieder aufgebrochen, ohne irgendwas den Toad zu sagen, und sie haben sich schon wieder Sorgen gemacht. Sie ist tatsächlich auf Weltreise und wird vermutlich, so wie es sich anhört, jetzt in jedem Land antreffbar sein. Er guckt ganz grimmig. Was ist denn das da? Okay, ich mache mal ein Foto. Wir machen immer die Fotos und gucken uns die Aufnahmen dann später mal an. So, wir müssen natürlich auch noch Münzen sammeln, außer Monde und lila Münzen, auch normale Münzen. Denn dieses eine komische Skelett-Ding kostet Sahne und Schreibe 9.999 Münzen, ne? Das war schon ein Batzen. Okay, ist hier oben irgendwas? Nö, ich fliege sogar durch dieses Ding dadurch. Okay. Wie komme ich dahin? Ich passe auf den Mond auf. Ich habe vor nichts Angst. Nicht mal vor Paragumbas. Okay, wir brauchen einen Paragumba. Ach stimmt, mit Paragumbas kommen wir da bestimmt hin. Guck mal, da unten sind sogar welche. So, das sind nochmal... Das sind ja alles die Verstecke, wo vorher die Münzen waren, als es noch keine lila Münzen hier gab. Wir kennen ja noch ein bisschen hier das Land. Da sind auch Paragumbas, aber wie komme ich da runter? Achso, das ist der, wo so... Man hört sie ja ein bisschen. Die ganzen Monde. Sie schimmern ja, und das hört man, dieses Schimmern. So. 19 von 50. Wer weiß, ob das Capern von Kreaturen irgendwann mal zum Trend wird. Vielleicht gibt es hier etwas, was ich capern könnte. Ja, dann mach doch mal. Wir haben das letzte Mal auch so gecapert, also es geht tatsächlich alles. Das Schild kennen wir schon, glaube ich. Und da ist mein Paragumba, den ich besucht habe. Huch. Okay. So, komm mal her. Ein Paragumba. Damit können wir auch dort rüber fliegen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Mond da, wenn wir schon da sind. Na, Kollege? Erst jetzt verstehe ich, warum Paragumbas so furchteinflößend sind. Ja, mit dem Schnauzer ist er auch furchteinflößend. Och, kann ich da jetzt... Geht doch. Chapeau-Blockade.
Okay. Dann fliegen wir mal darüber. Gibt es hier sonst noch irgendwas Interessantes? Unter der Brücke vielleicht? Und wir müssen uns jetzt wirklich überall umgucken. Davor haben wir es ja wirklich immer nur so ein bisschen grob gemacht. Ich meine, in manchen Ländern haben wir echt gut aufgeräumt, aber wir wollen jetzt die Länder zu 100% abschließen. So, und was mache ich jetzt mit dir? Huch, so geht das. Ich möchte nicht... Ah, jetzt. Ich wollte nicht papern, ich wollte irgendwas mit diesem Ding da machen. Aha. Und jetzt? Was ist jetzt los? Ein lauter Mond ist herausgekommen. Die sollten wir alle einsammeln. Ach du, oh Gott, wie viele? Wie viele sind da jetzt? 31! What? Oh mein Gott, wie viele da dazugekommen sind? Ich habe gedacht, das sind vielleicht nur 3, 4 Stück. Okay. Ja, dumm gelaufen. Guck mal, da ist zum Beispiel einer. Aber ich weiß nicht, ob das... Der war doch davor noch nicht da. Oh Gott. Aber ein Vorteil, die werden auf der Karte angezeigt. Das ist gut. Und auf dem Kompass. Ich habe das X jetzt gerade gesehen. Entlang der Brillenbrücke. Da ist Katzen-Mario. Da hinten ist auch nochmal einer. Oh Gott, das wird ja... Oh Gott. Und ich dachte, wir sind fast fertig mit manchen Ländern. Und jetzt kommen die mit sowas. Wie unfair. Yeah. Nein. Besser. Kapi. So. Was haben wir denn da? Versteckt in einem versunkenen Hut. Oh mein Gott. Das... Und ich so, oh, wir haben ja schon fast alles. Nein. Du hast gerade erst angefangen mit dem Abenteuer, mein Freund. Okay. Aber lila Münzen kommen keine dazu, oder? Nö. Die bleiben gleich. Das ist wenigstens eine gute Nachricht. Da leuchtet. Da ist eine Türe. Die war davor aber nicht da. Also, bevor wir das erste Mal hier im Hutland waren. So, da hinten. Was soll ich jetzt zuerst? Pass auf. Da hinten ist nämlich auch nochmal ein Mond. Ich schnapp mir jetzt erstmal alles, was ich mit dem Paragumba erreichen kann. Dann gehen wir zu Land weiter. Huch, nicht so hoch. Jawohl. Und noch ein Mond. Ja, gut, jetzt läuft es gerade wie am Schnürchen, aber das liegt, glaube ich, auch einfach daran, weil wir hier noch nichts eingesammelt hatten. Mondenjagd im Nebel. Wir hatten hier wirklich nichts gefunden, weil hier gab es damals noch keine Monde. Unseren ersten Mond haben wir damals im Kaskadenland gefunden. Wir sind hier nur auf der Durchreise gewesen. Gefahrenschild. Auf der Durchreise gewesen, haben Cappy getroffen und das erste Mal auch die Brutals. War ja auch das erste Mal hier, dass wir sie gesehen haben. Und ich komme nicht mehr hier hoch. Das ist ein bisschen suboptimal gerade. Ich muss irgendwo landen. Oder ich drücke einfach mal durch. Sind hier noch irgendwo welche? Guck mal, hier ist noch einer. Ganz da hinten. Sonst sieht es so aus, als würden wir alles über den Fußweg erreichen können. Da oben! Wie soll ich denn da hinkommen? Ach, von oben vielleicht. Warte mal. Ist der weit genug, dass ich da einfach runterspringen kann, oder... Ich glaube ja, wenn ich meinen Hechtsprung einsetze, müsste ich da eigentlich hinkommen. Ja, ich müsste da hinkommen. Sollte machbar sein. So, bin ich jetzt eigentlich gerade... Warte mal. Ich müsste irgendwo mal landen, dass ich höher fliegen kann. Mann. Reicht das? Nein. Mann, ich will wieder irgendwann mal hier irgendwo festen Boden unter den Umba-Füßen haben. Hä? Hä? Bewegt er sich? Warte mal.
Jetzt komme ich nämlich wenigstens hier wieder hoch. Der bewegt sich doch die ganze... Hä? Ach, guck da. Dachte doch gerade, bin ich verrückt? Ein fliegender Vogel. Huch. Sag mal, hat er gerade tatsächlich die Richtung geändert? So einer aber. Hab dich. Na also. Flatterhaft im Nebel. Okay. Und genau, das war der, wo ich zuerst hier gesehen habe oder so. Und jetzt ganz da hinten. Jetzt muss ich ein bisschen schütteln. Durchschütteln ist man schneller. Muss ich auch auf diese komischen Schiffe oder sind die nur zur Zierde? Keine Ahnung. Wir werden es ja vielleicht sehen. Gleich bald. Da ist eine Herausforderung. Diese Vogelscheuchen sind ja immer diese Herausforderungen, wo man nicht mit Cappy hin darf. Die werden bestimmt auch noch sehr interessant und bestimmt auch schwierig. Mit leicht ist es jetzt inzwischen auch vorbei, glaube ich. So, da ist ein Mond. Fies versteckt, aber zum Glück schimmern die. Flieg hinaus in den Nebel. Und damit haben wir schon... Ist das wieder eine 10er-Reihe? Ja, es sind schon wieder 10 Stück. Oh, wie komme ich da hoch? Ah, ich will da hoch. Ich will es jetzt erforschen, verdammt. Obwohl, vielleicht komme ich da... Ich komme da bestimmt von oben her hin. Ich lande jetzt einfach mal hier und bin glücklich. So. Wo muss ich hin? Okay. Warte. So. Ich habe herausgefunden, wenn man diese Drehung macht und statt Y zu drücken... Aua. Na, komm schon. Und die Joy-Con schüttelt, ist man doch schneller unterwegs. Tic-Tac-Turnier 1. Und das zweite ist irgendwo da hinten. Also, wenn ich hier sowas mache und die ganze Zeit Y, bin ich langsam. Wenn ich allerdings die ganze Zeit schüttel, dann bin ich noch schneller. Guck mal. Voll gut, ne? Ist das Mondlicht nicht beruhigend? Ja, hier ist ja im Gegensatz zu den anderen Ländern relativ groß, ne, der Mond. Also, nichts gleicht natürlich dem Mond selber an Größe, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, ich dachte gerade. Jetzt wollte ich schlau sein und ja, schon war es nix. Halt, bleib da. Tic-Tac-Turnier 2. Also die Turniere, also diese Herausforderungen sind ziemlich knapp teilweise gemessen. Ist gut, also mehr oder weniger gut. Dadurch ist es halt tatsächlich eine Herausforderung. So, ich würde sagen, wir kaufen einen, wenn wir tatsächlich alle lila Münzen haben. So, und hier war doch, genau, hier war dieses Schimmern. Perfekt. Eine Plattform im Nebel. Und dann gehen wir mal durch diese Tür da. Oder ich stürze in den Tod und rette mich gerade so noch auf die Plattform zurück. Sehr gut. Okay, wo bin ich denn hier jetzt? Ist das Eiswasser oder? Nee, ist normales Wasser. Okay. Ich muss zum Frosch werden. Ich muss definitiv zum Frosch werden. Was ist das da? Ich sehe das. Was ist das? Oh mein Gott, ein Münzlager. Genau so eins brauchen wir. Komm her, Froschi. Warum haben die Frösche jetzt auch Hüte auf? Seit wann haben Frösche Hüte auf? Das ist absolut unlogisch. So. Yeah. Yeah. Oh, wir sind reich. Wir sind reich. Cool. So. Damit haben wir 2. Wo ist der Rest? Da oben ist einer. Da sind 2 sogar. Zack. Und hopp. Jawohl. Da ist der letzte. Kommen wir da hin? Jawohl. Super. Und da unten ist der Mond. Ich habe aber das Gefühl, das Gebiet ist zu groß, als ob hier kein Geheimnis mehr wäre. Da zum Beispiel. Lila Münzen. Und 4 Stück. Und gibt es hier sonst noch irgendwo? Da oben. Und warte mal.
Warte mal, ich gehe mal hier hoch und guck dann gleich mal ein bisschen rum. Wir sind ein Frosch, wir können fast überall hinspringen. Es gibt, ja gut, einen Mond, zwei Monde. Es gibt eigentlich in fast jedem Gebiet, das haben wir inzwischen gemerkt, zwei Monde. Oh je. Das war jetzt nicht so schlau. Also ein normaler Mond und dann halt noch irgendwo ein gut versteckter. Das war ja inzwischen eigentlich fast immer Standard. Und damit rechnet man inzwischen eigentlich auch dauernd. Perfekt. Jawohl. Hammer dich. Geheimnisse im Froschteich. Aber sonst sieht es auch eigentlich nicht mehr so wirklich geheimnismäßig aus. Ich meine, wir haben jetzt gerade auch schon einen Rundumblick gehabt. Das sah ja ganz okay aus. Was ich noch mitnehmen möchte, sind die Münzen da oben. Wenn die schon so da liegen und abholbereit sind für mich. So. Die da, ja. Die sind egal. Und noch einer. Suche im Froschteich. Jawohl. Das läuft doch super. Kurze Zwischenbilanz. 15 von 31, also fast die Hälfte. Beziehungsweise wahrscheinlich wird es wieder einen in dem Crazy Cat Shop zu kaufen geben. Also haben wir eigentlich schon die Hälfte. Achso, das war das. Gibt es hier sonst noch welche? Hier gibt es zwei, hier gibt es einen und da auch. Okay, dann gucken wir erst mal hier. Warte mal. Da. Was ist das da? Ist das eine Röhre? Die war aber davor nicht da. Ich gehe einfach mal rein. Huch! Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Ist das eine Rutsch... Das ist eine Rutschbahn. Das ist eine... Oh mein Gott, eine Rutschbahn. Oh. Krieg ich es hin? Ich kriege es hin. Wuhu. Präzisionsrollen. Und ich habe gedacht, es gibt keine Rutschbahn mehr. Tja. Anscheinend doch, aber ich kann nicht springen. Okay. Ob das eine gute Idee war? Ich bezweifle es, aber es hat irgendwie funktioniert. Hui, und ich bin zu langsam. Okay, kein Problem. Ich habe das, was ich will, und das ist in dem Fall mein Mond Ausdauerrollen. Sehr schön. War cool. Jetzt geht doch da rein. Also. Cool, zwei Monde einfach so und ein bisschen Spaß gehabt. So soll es doch sein. So, hier ist einer und da. Ach, ich sehe es doch schon, da oben. Wir haben fast alle Schiffe repariert, das ist schön. Ich brauche aber da oben... Da. War irgendwie klar, dass es so funktioniert. Das Symbol hast du auf fast jeder Tür, die du mit Cappy öffnen kannst. Also, am Hut drehen, Preis gewinnen. Okay. Dann gucken wir mal, was hier noch auf uns wartet. Hier ist ja auch noch einer von denen. Okay, der Hase war definitiv vorhin nicht da. Ich vermute mal, das ist der besagte Mond. Ich mag Hasenjagen eigentlich nicht so. Mochte ich schon in Galaxy nie. Aber ich hab dich, ja. Hoppeli-hopp beim Schiff. Und das war der? Das war der. Okay, zwei Stück noch. Zumindest die von diesem Würfel. Zum Glück hat sich die Lage etwas beruhigt. Das ist doch gut. Und es fehlen immer noch 15 lila Münzen. Die müssen wir auch noch suchen. Na du? Schön, dich wiederzusehen, Cappy. Sag mal, du hattest mir vor einer Weile von einem Schatz erzählt. Gilt dein Angebot noch, dass der Finder den Schatz als Lohn behalten darf? Nur, dass es klar ist, ich habe den Schatz noch nicht gefunden. Okay. Wo ist der bloß? War es vielleicht unter den Holzkisten? Holzkisten? Hier gibt es viele Holzkisten. Ich fange mal dort an. Okay. Unter den Holzkisten? Oh Gott. Hier in dem Hutland gibt es halt ziemlich viele Holzkisten. Es wäre schön gewesen, wenn du etwas präziser wärst. So, und am besten auch diese lila Münzen, die wir schon eingesammelt haben, mehrmals einnehmen, weil die geben Münzen.
Nein, vielleicht auf dem schmalen Pfad, der im Nebel liegt? Was für ein schmaler Pfad! Meint er sowas hier? Nicht hier, vielleicht doch eher oben auf der Brillenbrücke. Wir haben hier zwei... Ja gut, ich probiere erstmal die da hinten. Jetzt müssen wir auch noch hier auf Schatzsuche gehen. Was soll denn das? Das scheint die falsche Richtung zu sein. Okay. Immerhin gebt ihr mir so Tipps. Das ist ja schon mal etwas. Erstmal alle Kisten kaputt machen. Hey! Kaputt machen, habe ich gesagt. Dann nimm halt die Brücke da. Und? Hier auch nicht. Vielleicht oben auf dem höchsten Hügel? Das wird dann der sein, wo gerade der Frosch noch war. Warte. So. Jetzt erinnere ich mich. Zuerst bin ich in Richtung Mond. Ich bin Mond. Das ist so einfach mal, ne? Ja, jetzt geht's nicht mehr weiter. Ah, oh, wir sind ganz nah dran. Okay. Oh, es vibriert. Mein Controller vibriert. Ja, warte. Hier. Jawohl. Mein Mond ist immer noch da. Da habe ich noch mal Glück gehabt. Und jetzt gehört uns der vergessene Schatz. 20 Stück. Cool. Das war witzig. Etwas irritierend, aber witzig. Gefällt mir. Jetzt mal gucken, was passiert, wenn wir es uns sagen. Achso, ich habe den Schatz noch nicht gefunden. Ja, aber wir. Recht gehabt. So, einmal drehen, bitte. Genau. Das Peach. Wie viele fehlen denn gerade noch? 11. Doch noch so viele. Krass. Naja, wir waren ja auch noch nicht oben auf dem Turm. Wir haben jetzt alles aktuell hier unten abgesucht. Gehen wir einfach mal hoch, ne? Es wird wahrscheinlich auch das ein oder andere Geheimnis hier hinter dieser Tür geben. Gehe ich einfach mal davon aus. Im Inneren des Hutturms. Jawohl. Na. Sehr schön. Okay. Wir nehmen einen Frosch und gucken uns nochmal wirklich überall um. Auch da hinten. Ah, siehst du, es lohnt sich. Das war ja irgendwie klar. Da, wo die ganzen Münzen am Anfang versteckt waren, sind jetzt lila Münzen versteckt. Und das Katzenpeach, aber die ist mir jetzt aktuell eigentlich egal. Das sind auch nochmal welche. Dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. Oh Mann, ich muss aufpassen. Ich muss ein bisschen leiser, beziehungsweise ein bisschen meine Stimme schonen. Denn Umzug erledigt und schon ist man krank. Also ich bin ein bisschen angekratzt. Ich muss aufpassen. Ich muss mich ein bisschen schonen. Und es ist ja typisch, wenn es Richtung Feiertage geht, wenn man Urlaub hat, dann wird man natürlich krank. Ist doch immer so, oder? Also, so ist es bisher immer bei mir gewesen. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich ein Talent dafür. Immer krank zu werden, wenn man eh nicht arbeiten muss. So. Ich brauche nicht gleich noch meinen Frosch. Oh. Das nehme ich gerne mit. Ein kostenloses Dreierherz. Komme ich da noch hoch? Nö. Wundert mich, dass hier... Gibt es hier echt keinen Stern? Das ist irgendwie... Bezweifle ich tatsächlich. Gehen wir mal weiter. 6 lila Münzen fehlen uns noch. Das sind auch nicht mehr so viele. Ah, endlich wieder... Ist wieder alles beim Alten. Einfach herrlich, dass jetzt endlich wieder alles ordentlich ist. Ist doch schön. Juhu, was? Mein Schiff ist wieder in Schuss. Ich finde es irgendwie cool, wie die Schiffe hier aussehen. Echt cool. Zu dir gehe ich gleich. Ich gehe erstmal hier hoch. Erstmal da hoch auf den... Ach ja, Kapitän Toad. Dich gibt's ja auch noch. Unser erster Kampf mit den Boodles hat hier stattgefunden. Ich bin hier hochgeklettert, um den Mond aus nächster Nähe zu bestaunen. Nun bin ich nicht wirklich näher dran, aber ich habe auf dem Weg einen Mond gefunden. Hier schenke ich dir.
Sehr schön. Guten Abend, Kapitän Toad. Da freut er sich. Ach, der Mond, ich kann mich an ihm gar nicht satt sehen. Wetten, du bist auch irgendwie später im Mondland. Ich möchte zwar nicht wissen, wie er es geschafft hat, aber er wird es schaffen. Ich bin davon fest überzeugt. So, da ist eine Tür und da ist ein Koopa. Wir sind die Ländersprinter. Wir reisen um die Welt und rennen in jedem Land, in das es uns verschlägt. Willst du antreten, Kumpel? Dem Gewinner winkt auch ein Preis. Okay. Gute Einstellung. Regeln gibt es eigentlich keine. Tritt gegen uns an und erreicht das Ziel vor uns. Das war's auch schon. Die Ziellinie ist eine Lichtsäule. Alles verstanden? Dann los. Okay, ein Wettrennen. Dann mal auf. Von dort oben nach da unten. Das ist ja einfach, oder? Oder springen die auch damit runter? Das kann natürlich auch sein. Oh, ups. Jawohl. Sturz abgedämmt. So, und jetzt schütteln wir mal ein bisschen den Controller hier, dass wir schneller unterwegs sind. Hui. Achtung, aus dem Weg. Mario unterwegs. Jawohl, guck mal, was wir für eine super Zeit haben. Unter 30 Sekunden. Sehr schön. Na? Das ist ein Klempner. Das sage ich dir. Das war Überschallgeschwindigkeit. Hier hast du den Preis. Einen Mond. Yeah. Hutland Standardrennen. Dann gibt es wahrscheinlich auch ein Expertenrennen, ne? Hey, wir haben einen neuen Läufer am Start. Ich verspreche dir, gewinnst du was echt Spitzenmäßiges, wenn du dich traust. Es war ja irgendwie klar, wenn da schon steht Standardrennen, wird es auch ein erweitertes Rennen geben. Oh, Expertenrennen. Alles klar. Selber Weg, aber wahrscheinlich sind die Läufer besser. Ein Goldkupe, alles klar. So. Einfach dieselbe Taktik wie gerade eben benutzen. Oh Gott, der ist ja richtig gut. Oh. Ich muss ein bisschen schneller sein. Und ich sollte vielleicht nicht in den Schnappschussmodus wechseln. Das war jetzt wirklich nur aus Versehen. Entschuldigung. Ah, wir kriegen sogar die Zeit besser hin. Wow. Krass. Na da, schau mal einer an. 25,90. Jetzt würde mich tatsächlich mal die Bestenliste interessieren. Und noch ein Mond. Hutland-Expertenrennen. Geil. Okay, zeig mir mal kurz die Bestenliste. Ja, ich möchte mal kurz eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen. Wahrscheinlich 10 Sekunden, 5 Sekunden, 0 Sekunden, irgendwie so. Und? Ich bin nur Rang 4908. Und wer war der Beste? Jetzt bin ich mal gespannt. 21,22. Ah, ist halt schon... Ja, es hört sich nicht nach nicht so viel an, aber es ist halt doch ein bisschen was. So, gehen wir mal hier rein. 4 Sekunden ist nicht ohne. Auch wenn hier jetzt bei einem Video oder allgemein die Zeit 4 Sekunden für schnell vergehen. 4 Sekunden beim Rennen sind halt wirklich teilweise die entscheiden zwischen Leben und Tod. Oh nein, muss ich jetzt taktisch mit dieser Leitung um... Oh nein. Oh, warte. Warte. So. Ah, gib's her. Nein. Oh, oh, Hilfe. Ich dachte, ich bin tot. Okay. Kann ich eigentlich... Ich kann als Blitz springen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, aber es ist ja auch ewig her, seit ich das Spiel in der Hand hatte. Deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. Oh Gott, da ist ein Mond! Versteckt zwischen Schiebeblöcken, wie gemein! Wie gemein! Und ich habe den nur genau deswegen habe ich den bekommen, weil ich hier kurz vorm Abkrüppeln bin. Oh Gott. Ich hasse das. Ich will hier weg. Tschüss. Da ist mein Mond.
Dankeschön. Oh, wir fahren inmitten der Schiebeblöcke. Ich hoffe, das war's hier. Ich bin weg. Tschüss. Heieiei.